Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Bonk-Trophäe in Dead Island 2 freischalten kannst. Hierfür musst du einen Zombie mit einer geworfenen Nahkampfwaffe aus mindestens 35 Meter Entfernung treffen. Und wo du diese Trophäe schon sehr früh im Spiel freischalten kannst, zeige ich dir jetzt direkt als nächstes im Video. Ich befinde mich jetzt an dem Punkt, wo man zum ersten Mal das Anwesen von Emma verlässt. Von hier aus musst du dann nur wenige Meter weitergehen, bis du an der jetzt gezeigten Stelle ankommst. Von hier aus gehst du dann einfach ein paar Meter zurück und stellst dich dann wie ich auf das Polizeiauto. Nachdem du das dann gemacht hast, wählst du jetzt eine leichte Nahkampfwaffe deiner Wahl aus. Ich habe mich für diesen Wurf für das Beil entschieden, da dieses sehr leicht ist und dementsprechend sehr gut fliegt. Ein Hammer wäre beispielsweise viel zu schwer für diesen Wurf. Solltest du jetzt noch keine leichte Waffe besitzen, ist das überhaupt kein Problem. In dem Fall hast du zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Möglichkeit 1 ist, dass du zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurückkehrst. Das Tolle hieran ist natürlich, dass die Zombies dann wieder 1:1 an derselben Stelle spawnen. Einzig und allein die Outfits werden sich dann ändern. Und somit kommen wir auch schon direkt zu der zweiten Möglichkeit, welche du hast. Hierfür gehst du einfach in das Hauptmenü und holst dann das Bonusmesser ab. Dieses erhältst du, indem du den Newsletter aktivierst. Das Praktische hieran ist natürlich, dass du dieses Messer dann schon direkt zu Spielbeginn nutzen kannst. Nachdem du das Messer dann als Belohnung erhalten hast, musst du dieses nur noch bei einem Händler deiner Wahl abholen. Danach kehrst du dann einfach wieder zu der jetzt gezeigten Stelle zurück und führst dann den Wurf genauso wie ich jetzt im Video aus. Nachdem du dann die Trophäe freigeschaltet hast, kannst du auch wieder das Messer oder das Beil in meinem Falle aus dem Zombie ziehen und somit dann wieder mitnehmen. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon langsam dem Ende des Videos. Die Trophäen-Playlist zu Dead Island 2 kannst du jetzt unten links im Video finden. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!